Überprüfen Sie die im Labor hergestellten individuellen Abformlöffel. Passen Ausdehnung und Aussparungen für Lippen- und Wangenbändchen? Achten Sie beim Schließen der Kiefer darauf, dass die Aufbissplatten parallel und plan schließen. Die Patientin sollte dabei keine Schmerzen empfinden. Spülen Sie den Löffel für die Abformung des Funktionsrandes im Oberkiefer gut ab und trocknen ihn anschließend. Dann tragen Sie ein geeignetes Adhäsiv zirkulär auf die Ränder. Auf die so vorbereiteten Ränder applizieren Sie nun Virtual Heavy Body und rotieren den Abformlöffel vorsichtig ein. Bitten Sie die Patientin, ein- bis zweimal am Finger des Behandlers zu saugen und den Unterkiefer nach rechts und links zu bewegen. Das aktiviert die Muskulatur. Setzen Sie anschließend den Unterkieferlöffel ein. Die Patientin schließt nun den Mund. Während die Patientin leicht auf die Aufbissplatten beißt, führt sie Funktionsbewegungen durch. Sie spitzt die Lippen und lächelt abwechselnd. Diese Bewegungen sollte sie 8 bis 10 Mal wiederholen und anschließend mit geschlossenen Kiefern das vollständige Abbinden des Materials abwarten. Schneiden Sie das auf die Löffelinnenfläche gepresste Material bis auf 2 mm zurück. Auch Überschüsse im dorsalen Bereich sollten Sie entfernen. Nach dem Auftragen von Haftlack auf die Löffelinnenseite applizieren Sie Virtual Light Body für die Basis- bzw. Wash-Abformung. Nachdem Sie den Löffel eingesetzt und leicht angedrückt haben, ist es wichtig, die Überschüsse, die dorsal herausquellen, sofort zu entfernen. Bitten Sie die Patientin wieder, an ihrem Finger zu saugen. So können Sie nochmals überprüfen, ob Abformmaterial Richtung Rachen fließt. Wenn das der Fall ist, entfernen Sie es. Die weiteren Schritte erfolgen analog zur Abformung des Funktionsrandes. Kleinere Luftbläschen und Ungenauigkeiten können Sie mit Virtual Extra Light Body korrigieren. Gehen Sie dabei vor wie gehabt. Der Saugeffekt sollte bei der Entnahme spürbar sein. Auf der Abformung sind alle wichtigen anatomischen Strukturen blasenfrei zu erkennen. Die Überschüsse, vor allem im Bereich der Tubera, müssen entfernt werden. Die Funktionsabformung des Unterkiefers erfolgt analog der des Oberkiefers. Einziger Unterschied? Statt am Finger zu saugen, streckt die Patientin die Zunge gerade heraus, bewegt sie nach links und rechts und berührt dabei die Oberlippe. Nach dem Einsetzen der oberen Abformung erfolgen die Funktionsbewegungen bei geschlossenem Mund. Zwischen den einzelnen Funktionsbewegungen soll die Patientin leer schlucken. Dieser Ablauf ist stets gleich, sowohl bei der Formung des Funktionsrandes mit Virtual Heavy Body, der Wash-Abformung mit Virtual Light Body und der eventuellen Korrekturen mit Virtual Extra Light Body. Entfernen Sie Materialüberschüsse, vor allem im Bereich der retromolaren Polster. Damit ermöglichen Sie später störungsfreie Bewegungen. Kontrollieren Sie jetzt Stabilität und Saugeffekt der Abformungen. Beim Schließen der Kiefer sollten die Bissplatten plan aufeinander liegen. Mithilfe einer Sprechprobe kann die Bisshöhe kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden. Die Patientin spricht Wörter wie zum Beispiel 66 oder Mississippi oder sie zählt von 60 bis 70. Ist die Bisshöhe zu hoch, treffen die Bissplatten beim Sprechen aufeinander. Entfernen Sie in diesem Fall eine Platte und testen Sie die Situation erneut. Ist die Bisshöhe zu niedrig, können Sie mit Plattenwachs millimeterweise erhöhen. Auch eine erneute Messung der Ruheschwebelage ist möglich. Eventuell notwendige Korrekturen übertragen Sie später auf den Schreibstift des Gnathometer M. Überprüfen Sie die Parallelität zur Camperschen Ebene und Bipupillarlinie. Entfernen Sie zur Vorbereitung der Registrierung die weißen Bissplatten. Korrigieren Sie die Bisshöhe, falls nötig, über das Schraubengewinde. Eine Umdrehung entspricht 1 mm. Fixieren Sie die justierte Schraube mit etwas Wachs. Befestigen Sie die Platte mit dem Schreibstift auf der Unterkieferabformung. Verwenden Sie dafür eine Zange. Verfahren Sie mit der Schreibplatte genauso im Oberkiefer. Färben Sie die Platte mit Hilfe eines Bunsenbrenners und eines Wachsstiftes ein.
kühlen Sie die Platte nach dem Auftragen der Farbe wieder gut mit Wasser. Warnen Sie die Patientin vor einer möglichen Verletzungsgefahr, bevor Sie beide Abformungen mit montiertem Gnathometer M einsetzen. Die Zunge der Patientin darf auf keinen Fall zwischen die Platten gelangen. Die Patientin führt nun selbstständig Protrusions- und Laterotrusionsbewegungen nach links und rechts aus. Damit sie die Bewegungen besser steuern kann, können Sie ihr die Richtung der Unterkieferbewegungen mit dem Finger anzeigen. Die Bewegungen sollten jeweils dreimal wiederholt werden. Zwischen den Richtungswechseln öffnet die Patientin immer wieder den Mund, schluckt und schließt den Kiefer wieder. Ist eine deutliche Pfeilspitze im Sinne eines gotischen Bogens zu erkennen, können Sie den Oberkieferlöffel zur Fixierung entnehmen. Falls nicht, muss die Aufzeichnung wiederholt werden. Markieren Sie die Pfeilspitze mit einem Permanentmarker und fixieren Sie die Position mit dem perforierten Plexiglasplättchen. Zur Verifizierung der korrekten Position sollte die Patientin nun mehrere Male selbstständig die zentrische Relationsposition finden. Anschließend erfolgt die Verschlüsselung mit Virtual Cat Bite. Zeichnen Sie nun die Mittellinie und gegebenenfalls weitere Referenzlinien zur Information für den Zahntechniker ein. Zur schädelbezogenen Modellmontage können Sie optional auch den UTS 3D Universaltransferbogen anlegen. Verbinden Sie ihn über das 3D-Gelenk direkt mit dem Gnathometer M. Bei der Auswahl geeigneter Zähne hilft Ihnen der Formselektor. Mit dem integrierten Faszialmeter lässt sich die Breite der Nasenbasis bestimmen. Damit erhalten Sie einen Vorschlag für die Größe der Zähne. Gemeinsam mit der Patientin können Sie nun individuell Farbe und Form auswählen. Besprechen Sie mit der Patientin auch, ob die Frontzähne eher gerade, natürlich oder individueller ausfallen sollen. Übermitteln Sie die gesammelten Informationen anschließend an das Labor.